Moinsen Minecraft-Freunde und herzlich willkommen zur nächsten Runde Feed the Beast Infinity. Ja, ich werde heute mal wieder auf einen Zuschauerwunsch eingehen, der von vielen Leuten eingesendet worden ist. Und zwar brauchen wir dafür Endertruhen. Das heißt, wir brauchen Enderperlen, ein bisschen Wolle, ein bisschen Sticks und ein paar Blaze Rods, die wir glücklicherweise auch haben. Ja, die könnten wir eigentlich mal alle ins System tun, diese Rods. Die haben hier unten nichts zu verlieren. Daher schmeißen wir die einfach mal mit ins ME-System. Und dann gucken wir mal, was wir hier für eine Ender-Chest noch so alles brauchen. Vielleicht kriegen wir sie sogar schon zusammen. Ah, die Wolle fehlt. Natürlich. Dann gucken wir mal, was die Farm so abgeworfen hat. Mal sehen. Gut, wir brauchen im Endeffekt zwei Blöcke für zwei Chests. Also, das ist ja durchaus machbar. Wir brauchen so oder so noch viel mehr, deswegen verkrafte ich den Rest auch gleich mal. Wir werden es schon verkraften. So, wir brauchen eine Chest, wir brauchen zwei Chests. Dann brauchen wir noch einen kleinen Helfer. Und spätestens jetzt, wenn ich das Ding einsammle, falls ich es nicht schon getan habe, nee, habe ich nicht, weiß wahrscheinlich schon der ein oder andere, worum es geht. Denn wir werden uns heute mal darum kümmern, dass wir vernünftig Ressourcen ranbekommen. Und das mit Hilfe unserer Mining Turtle. Ich habe mir da ein nettes Programmchen zu rausgesucht, über Pastebin, und das werden wir gleich mal ausprobieren. Aber wir brauchen vorher noch ein wenig Kohle und Torches. Kohle nehmen wir mal ein bisschen was mit hier. Da haben wir hinten bestimmt mehr. Da würde ich nämlich ganz gerne gleich ein 64er Stack mitnehmen. Und das haben wir hier locker easy. Ja, cool, läuft. Halt! Ach nee, wir haben noch Torch, Quatsch, hier Kohle im System. Dann können wir uns noch ein paar Fackeln bauen. Eben hier schweben da so. Ja, drei Stacks vor, das heißt aber, wir brauchen noch ein bisschen Holz bzw. Sticks. Zack. Dann können wir wieder nach Stickies suchen. Dann haben wir hier 79 Stück. Und machen aus Kohle dann nicht diese Kohle, sondern diese Kohle. Machen da einfach mal ein Stack, zwei Stack, drei Stack. Habe ich irgendwas vergessen? Ne, wir haben die Ender Chest, wir haben Kohle. Okay. Ja, nice. Und wir haben die Turtle. Gut. Ja, dann würde ich mal sagen, wir begeben uns in unerforschte Tiefen und werden dafür auch unseren Keller einfach mal nutzen. Ich denke mal, das bietet sich an. Problem ist nur, ich wollte jetzt gucken, dass wir hier einigermaßen mittig runterkommen. Daher Mitte ist hier, wo das ME-Terminal oben ist. Also buddeln wir uns ganz stumpf hier mal runter. Genau, da sind wir quasi an der Wand. Ja, und dann würde ich fast sagen, wir gehen hier weiter nach unten. Habe ich eine normale Schaufel? Ach, brauchen wir jetzt nicht mehr. Ich weiß, never dig down, aber no risk, no fun. Ich weiß schon, dass das jetzt schief geht irgendwie, also machen wir das mal eben so. So, den rechten Pfad müssen wir auf jeden Fall folgen hier. Oder das rechte Loch, wie auch immer. Und ich werde mal schnell eine Fackel platzieren, damit wir überhaupt was sehen hier unten in der Dunkelheit. Ich höre Lava. Ist vielleicht keine schlechte Idee, dass wir die Variante so machen. Wir sind jetzt auf Höhe irgendwas. 35 haben wir jetzt, genau. Ein Stückchen möchte ich noch runter, so. Ah, wie soll ich sagen? Höhe 10 oder 12. Irgendwie so um den Dreh. Sollte eventuell mal so einen Stein hier ins Inventar legen, damit wir, falls Lava durchbricht, dementsprechend reagieren können. 25 haben wir jetzt, dann sind wir jetzt auf 22. Oh, was haben wir denn da? Guck mal eine an. Wir sind direkt auf Höhe 13 geklatscht. Nice. Und hier war jetzt, glaube ich, genau, hier war das Loch, was wir beanspruchen wollen. Und ich würde im Prinzip die Turtle einfach mal in diese Richtung da marschieren lassen. Das heißt, wir setzen das gute Stück hier mal hin. Namen hat sie ja schon eigentlich, ne, oder? Ne, irgendwie nicht mehr. Okay, dann machen wir das nochmal. Label, ups, Set Ninja Turtle. Set to Ninja Turtle. Ah, jetzt hat sie ihren Namen auch wieder. Wunderbar, okay.
Dann ein Augenblick. Wir brauchen nämlich diesen Pastebin-Befehl. Pastebin get bla. Achso, ich sollte noch den File nehmen dazu basteln. Das nennt sich dann ganz, das Ganze nennt sich dann Strip. Zack, downloaded es Strip. So, wenn wir jetzt das Programm aufrufen, dann sehen wir hier ganz viele lustigen Sachen. Ach, da hinten. Der steht auf diesen Büschen. Idiot. Haha, okay. Soll das nicht weiter stören. So, Fuel Level sagt er jetzt 0. Das ist aber Part A. A ist hier unten. Tun wir da rein. Und dann sollte er nicht mehr rummeckern, aber egal. Dann tun wir hier noch ein paar Fackeln rein. Und jetzt kriegt der Kollege eine Ender Chest. Das Fuel, das kaltet tatsächlich automatisch. Das ist nicht weiter wild. Und im Prinzip, Anzahl der Gänge würde jetzt, also die Fackeln würden für 192 Gänge reichen. Und das werden wir auch mal eingeben. Jetzt hat das Fuel genutzt. Und der Gerät bewegt sich vorwärts. Ja, Freunde, wir haben unsere Turtle automatisiert und wir haben hier auch einen Creeper am Start. Aber den hauen wir mal lieber um. Gut. Jetzt geht es im Prinzip, also die baut jetzt immer hier so links und rechts Gänge, geht wieder ein bisschen nach vor, macht wieder links und rechts Gänge. Das ist richtig geil, dieses Programm. Ich habe es dummerweise vergessen, von wem das war. Ich werde nachher nochmal nachgucken und die Informationen und den Link vielleicht nachreichen in der Videobeschreibung. Ja, wie gesagt, mal von links nach rechts und dann nach vorne, beziehungsweise rechts, links. Und das Ding grast quasi alles ab. Finde ich richtig nice. Also das Programm ist wirklich top. Und wir haben jetzt noch ein bisschen was zu tun, weil wenn diese Turtle dann stehen bleibt, wenn sie voll ist, wird sie alles in ihre Ender Chest schmeißen. Und in der Hinsicht sind wir jetzt gefragt, indem wir sagen, okay, pass auf, wir stellen hier ungefähr die andere Ender Chest hin. Machen wir jetzt einfach mal, komm, machen wir mal hier hin, ist ja egal. Und werden dann, ich habe nichts mehr zu essen, aber wir hatten, glaube ich, Fische in Auftrag gegeben. Werden dann mal gucken, dass wir da noch ein paar Golden Chests hinstellen, wo wir das Ding nachher quasi verteilen. Also die ganzen Rohstoffe, die nach draußen kommen. Delicious Fish, jawohl. Okay, das heißt, wir brauchen ein bisschen Eisen. Müssten wir hier haben. Ja, läuft ja. Gold haben wir hier auch noch dabei. Und es ist egal, wie viel wir jetzt verbraten. Diese Turtle wird uns sowas von viel Sachen organisieren. Das ist unglaublich. So, wir brauchen hier einmal Wot. 1, 2, 3. Achso. 2, 3, 4. Dasselbe machen wir nur nochmal auf der Goldebene. Nämlich mit Gold. Zack. 1, 2, 3. Hier, und jetzt brauche ich im Prinzip nur noch eine Chest, beziehungsweise 4 Chests. Oh, ja genau, wahrscheinlich. Haben wir sogar genug da. Perfekt. Dann haben wir noch Conduits. Einen haben wir. Okay, das wird uns natürlich nicht reichen, aber da kümmern wir uns gleich auch noch drum. Und ich bin echt gespannt, was da alles zustande kommt. Also ich habe mir ja sagen lassen, dass es wirklich unglaublich viel Krempel sein wird, was dann nachher rauskommt. Also wie gesagt, ich bin gespannt. Wir werden es demnächst erleben. Wichtig ist natürlich auch, dass man hier darauf achtet, dass die beiden Chests denselben Farbcode haben, weil sonst funktioniert das nämlich nicht. Aber hier ist es egal, da wir das sowieso nicht verändert haben. Und daher brauchen wir uns da nicht weiter zu kümmern. So. Dann haben wir hier die Chests schon mal soweit vorbereitet. Jetzt brauchen wir halt diese Item-Conduits, damit wir dementsprechend die Items auch noch da in diese Kisten verteilen können. Dazu natürlich wieder Ender.io hart im Kommen. Wir brauchen diese Item-Conduits und da brauchen wir Pulsating Iron Nuggets für und Conduit-Binder. Haben wir hier noch irgendwas Pulsierendes? Ja. Dann machen wir das doch mal. Und dann brauchen wir noch diese komischen Binder. Da müssten wir noch welche von haben, ne? Oh, aber nicht so viel. Aber wir brauchen auch gar nicht so viel, das macht nichts. Da müssen ja 8 rauskommen, ne? Jawohl. Reicht uns schon, läuft. So, dann haben wir diese Chests auf jeden Fall schon mal angeschlossen. Jetzt müssen wir das Ding nur noch konfigurieren. Und zwar ist jetzt alles erstmal auf Ausgang geschaltet. Wollen wir aber nicht. Wir wollen hier inserten. Und du sollst immer aktiv sein. Und hier natürlich wieder alles, achso, auf Insert. Insert. Und hier auch nochmal Insert. Eventuell müssten wir dann hier noch was voiden, nämlich wenn der Cobblestone und so weiter ankommt. Aber das machen wir später. Erstmal will ich wissen, ob das... Ah. Lol. Okay.
das funktioniert. Er hat schon die erste Fuhre abgeliefert, das ist interessant. Ach so, stimmt, der liefert das ja so ab. Wenn alle Slots bei dem voll sind, bei der Turtle, dann liefert er schon aus. Obwohl halt... Hä? Obwohl halt eigentlich noch Platz wäre. Oder er macht das irgendwie öfter, keine Ahnung. Wir gucken einfach mal runter. Mal sehen, was das olle Viech so treibt. Müssen wir aufpassen hier. Wir sehen schon, die Kiste ist schon recht weit gekommen. Und wenn wir nachher später hier von Hand durchgehen, da lässt sich noch so viel an Rohstoffen mitnehmen. Oh, und Lava. Das ist schon recht... Aua, unglaublich. Ja, cool. Auf jeden Fall funktioniert es. Unsere Sachen kommen oben an. Gang 10 von 192. Ich befürchte fast, dass wir noch mehr Kisten brauchen. Und ich muss oben mal meinen Chunkloader ein bisschen anders einstellen. Der muss nämlich auf maximale Reichweite gestellt werden. Da die olle Turtle ansonsten, ja, nicht weiterarbeitet. Wenn sie einen bestimmten Bereich verlässt, das ist das Problem eigentlich. Ach da. Ach, allgemeine Verwirrung hier. So, hier meine guten Kollegen, machst du mal ein bisschen größer. Show Lasers. Gucken, wo das Ding ganz hingeht jetzt. Huch. Die Turtle bewegt sich ja in diese Richtung. Und ich denke mal, dass das... Das ist erstmal ein Stück. Also der wird uns auf jeden Fall einiges an Rohstoffen organisieren. Das machen wir wieder aus und dann gehen wir mal kurz pennen. So. Ja, diese Turtle ist schon eine ganz nette Angelegenheit. Gerade mal gucken, was hier noch so los ist. Also er fängt wirklich erst bei der ersten Kiste an und macht dann wahrscheinlich die nächste. Aber ist ja okay so. Ferrous, Silver, ja, ist alles mit dabei. Eisen wird jetzt wahrscheinlich nicht so viel mit dabei sein. Da wir auf einer eisenungünstigen Höhe arbeiten, sag ich mal. Denn Eisen findet man eher so auf Höhe 30. Da ist so das... Oh. Das meiste Eisen abgelagert. Der Vorteil ist an diesem Projekt, wir brauchen uns keine Gedanken machen, dass das irgendjemand wegnimmt. Daher können wir uns da Zeit lassen ohne Ende. Was haben wir hier? Hm, naja, von mir aus. Jetzt habe ich gerade gesagt, dass hier kein Eisen ist, ne? Lächerlich. Gut, okay, passt schon. Ja, also ich finde es genial. Also die Leute, die sich hier bei diesen Turtle-Programmen Gedanken machen, die haben das schon echt auf dem Kasten. Und dann lädt er sich wieder aus. Sehr schön. Und sammelt die Kiste wieder ein. Total cool. Ja, während die Turtle hier so ihr Unwesen treibt, können wir mal gucken, was wir damit schon alles anstellen können. Beziehungsweise, wir können auch einfach mal das Ding hier ausräumen, die Höhle. Denn ich meine, da sind ja Sachen drin, die doch ganz nett sind eigentlich. Und unser Hammer hat auch schon wieder so ein bisschen regeneriert. Also fangen wir mal an. Machen wir ein bisschen Farmen noch heute. Ich meine, wir haben ja schon das geschafft, was ich eigentlich machen wollte. Nämlich die Turtle da einzuschmeißen oder anzuschmeißen. Und das hat ja ausnahmsweise mal so ohne größere Probleme geklappt. So, ja, dann fahren wir halt noch eine Runde. Ich meine, da gibt es ja noch genug Sachen zu holen. Und daher... ist das, glaube ich, gar nicht mal so verkehrt. Oh, Redstone, sehr nice. Vielleicht sollten wir hier auch wieder mit dem Hammer arbeiten, wegen Luck. Und vielleicht finden wir noch das ein oder andere Lapis. Das wäre richtig gut, denn können wir nämlich noch mal mit dem Glück noch ein bisschen aufstocken. Oh, oh. Ah, ne, hier ist ja nur der Weg. Passt schon. Ich dachte, hier wäre schon der Lavasee, aber der ist ja erst hier vorne. Ja, cool. Da ist auf jeden Fall kein Lapis. Schade. Aber das können wir auch noch mitnehmen hier, dieses Rubinzeug. Kohle bin ich jetzt nicht so scharf hinterher, ehrlich gesagt. Aber was wir nochmal machen können, ist folgendes. Und zwar hier so ein Wassereimer hinschmeißen. Genau. Den möchte ich ehrlich gesagt gar nicht abbauen, warte mal. Oh doch, geht, cool. Ich hätte jetzt gedacht, dass da noch Lava wäre, aber anscheinend nicht. Haben wir Glück gehabt. Ja, wie gesagt, was halt noch cool wäre, wäre so eine Portion Lapis. Hier sind Essenzbüsche. Krass. Ein einziger. Naja gut, ist besser als nichts.
Eventuell können wir dann mal demnächst so eine Experience-Farm bauen. Das wäre, glaube ich, auch mal cool. Und ich brauche mal eben den Kollegen hier. Da müsste ja noch was drin sein. Jawohl, läuft. Dann wollen wir hier mal das Loch stopfen. Denn das braucht auch keine Sau hier. Nehme ich die Büsche jetzt mit? Ja, komm, wir nehmen mal die Büsche mit. Ob ich damit im Endeffekt irgendwann mal was baue, so eine automatische Farm oder so, das weiß ich noch nicht. Denn ich habe eigentlich was anderes geplant, aber das verrate ich noch nicht. So, wie schaut's aus? Gibt's hier irgendwo Lapis? Wahrscheinlich wieder nicht, ne? Also Lapis hat hier echt so eine Art Seltenheitscharakter, muss ich ja sagen, ne? Jetzt ist dunkel. Da ist die Lava mal eben weg gewesen und schon ist es dunkel. Oh naja, das soll uns nicht weiter stören. Geh nochmal kurz hier durch, ob ich auf die Schnelle ein bisschen Lapis entdecke, aber ich glaube, das sieht schlecht aus. Hier ist schon Schicht im Schacht. Naja gut. Dann würde ich sagen, wir nehmen alles mit, was wir finden können und dann verpieseln wir uns hier. Ich mache heute mal ein bisschen eine längere Folge. Einfach mal so ein bisschen farmen. Ist auch nicht verkehrt, glaube ich. Da haben wir noch Gold gefunden. Perfekt. Ja, weil wir müssen halt echt Rohstoffe rankriegen, denn diese Turbine, die ich bauen möchte, die hat echt... Die hat es in sich, sagen wir es so. Also die ist sehr, sehr rohstoffintensiv. Ich bin davon überzeugt, dass wir das schaffen werden. Auch wenn das echt so ein Monsterauftrag ist. Achso, hier sind ja schon die Gänge von der Turtle. Was? Gut, lassen wir das jetzt mal hängen. Machen hier so lange weiter. So. So, hier sind auch schon die Gänge. Ah, cool. Jetzt sehe ich hier langsam durch. Gut. Dann nehmen wir das hier oben noch mit. Ist mir jetzt fast schon wieder zu blöd, hier rumzueiern, aber... Nee. Ah, schade. Ich hätte schon fast wieder erwartet, dass da oben Gravel ist und mich dann erschlägt, aber da haben wir Glück gehabt in der Hinsicht. Autsch. Ja, und wie gesagt, hier müssen wir dann auch irgendwann mal durchgehen und alles einsammeln, was so die Turtle hier ausgehoben hat. Alter, ist das schon Ding... ist das Ding schon weit? Krass. Der wird niemals diese 192 Gänge schaffen, das weiß ich jetzt schon. Aber egal. Ich würde sagen, ich werde ausnahmsweise mal hier unten die Abmoderation machen. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch das Ganze gefallen hat, dann lasst doch einen Daumen nach oben da oder ein Abo, das wäre richtig cool. Und dann haut da rein, bis zur nächsten Folge. Und ich lasse die Turtle noch ein bisschen laufen. Tschüss!